Jo, voll geil. Ah, Junge. Mama mia. So. Ey, ich hab so viel Lust, ne? Genau, dann drücken wir mal die Daumen. Noch stärkeres Beben kommen könnte. Betroffen ist eine malerische und bei Touristen sehr beliebte Region von Lefkoş im Norden der Insel. Die Beben werden auf der gegenüberliegenden türkischen Ägäisküste gespürt. RTL aktuell immer 10 Minuten früher auf dem Hier die Eifel und das Saarland. Es ist trüb und grau. Abgesehen von kurzen Auflockerungen bleibt die Wolkendecke dicht. Im Nachmittag sind dann Schauer unterwegs. Dabei liegen die Höchstwerte zwischen 3 Grad in der Eifel und im Rüssling und 7 Grad an Saarhuse. Von dem Mittwoch beginnt dicht bewölkt und es regnet auch kräftig. Im Laufe des Tages lockert es dann auf und die Schauer werden weniger. Jawohl, ja. Ah, Junge. Junge.
Oh nein! Scheiße. Ja, jetzt ist sowieso alles egal. Oh. Oh, Junge.
Junge! Mama! Boah, ich kann ehrlich gesagt nicht mehr, ne? Ah, das geht mir so auf das Handgelenk. Kinders, mach die Kamera jetzt aus. War ja auch klar. So. Ugh.
Versuchen wir das Ganze jetzt noch einmal. Ah, das ist schon schön straff. Schon gewundert, was denn hier jetzt los ist. Oh nee. Oh, ich hält die Tür nicht. Was ich hier jetzt mache. Oh. Er wird jetzt sowieso runterfallen, sobald die Bremse aufgeht.
Junge, Junge, Junge.